Ja, bin mir sicher, das lässt sich irgendwie machen, aber wie gesagt, ich will die ganze Sache hier nicht überinterpretieren. Die Leute sind gerade angekommen und ich denke, in 1, 2 Stunden wird sich das Ganze wieder beruhigt haben. Ich glaube auch, wenn sie beide mal eine Nacht darüber geschlafen haben, sich wieder auf das Leben hier gewöhnt haben, dann wird sich das bestimmt wieder regeln. Aber dieser Computertechniker scheint mir sowieso nicht unbedingt der umgänglichste Person zu sein. Na, das liegt vielleicht an seinem Beruf. Ich kenne solche Leute, oft tagelang in kleine Zimmer eingesperrt, nur die Nase vor dem Bildschirm. Das kann schon ein paar Auswirkungen manchmal haben. Ja, das denke ich mir auch. Und ich hatte im Verlauf meiner Karriere bereits schon öfter mit solchen eher verschwiegenen Menschen zu tun und sie mögen zwar nicht unbedingt den vertrauenswürdigsten Eindruck machen und auch oft einfach eher unmenschlich in ihren Aktionen sein, aber wenn es darauf ankommt, sind sie für einen da und greifen auch ein und helfen auch in der Regel. Zumindest habe ich diese Erfahrung schon gemacht. Ja, ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Mittag, Nachmittag? Nun, ich wollte noch etwas in die Sporthalle gehen, wieder etwas sportlich betätigen und dann nach einer schönen Dusche noch etwas lesen. Und Mr. Hessel, ich wollte Ihnen ja sowieso noch das Buch zeigen, was ich vorhin angesprochen hatte. Ich glaube, Mr. Hessel ist schon beim Arzt. Oh, stimmt, sorry. Ja, während ihr euch gerade ein bisschen umseht, könnt ihr auch erkennen, wie wohl die meisten bereits fertig sind, vor allem die Arbeiter. Auch Dave ist gerade dabei aufzustehen. Ja, Solomon Fürst, der Sicherheitschef, ist natürlich auch nach einer sehr, sehr kurzen Pause wieder unterwegs. Hat das natürlich auch zur Kenntnis genommen, wie da ja, seine beiden Mitarbeiter reagiert haben, vor allem dann eben der neue Hessel und auch der Stahlberg mit dem Hund. Und schreibt er jetzt wahrscheinlich seine Protokolle. Und während ihr dann euch umseht, könnt ihr wohl erkennen, wie gerade Julio Sanchez ziemlich genervt ja, auf und ab geht und da gerade die Tabletts wegräumt. Und ja, ist da wohl auch gerade nicht ganz zufrieden mit irgendwas und grummelt da irgendwas in seinen nicht vorhandenen Bart, beziehungsweise den wenigen Bart, den er hat, während die anderen gerade alle aufstehen. Und währenddessen ist Sebastian Hessel oben in der Ambulanz eingetroffen, wo Jim Walt gerade von Dr. Delbert Grady verbunden wird, dem Arzt, einer von diesen beiden Ärzten, die hier auch mit euch auf dem Schiff waren. Freut sich natürlich darüber, dass er hier gleich etwas zu tun bekommt, auch wenn der Anlass natürlich etwas unschöner ist. Aber Jim Walt ist immer noch ziemlich unzufrieden, ziemlich genervt. Und wenn du ja, eintrittst, kannst du wohl auch hören, dass der Biss ziemlich tief ist. Bekommt auch gerade noch eine Spritze in seine Schulter gedrückt gegen Tollwut, weil er sich da wohl beklagt, dass er jetzt Tollwut hat. Aber naja, gut. So, ein kleiner Pieks hier und. Ah, guten Tag, wer sind Sie? Ah, Sebastian Herr Hessel. Hessel. Ja, genau, ich hatte Sie auf dem Schiff gesehen, richtig. Wenn es keine Umstände macht, würde ich gerne ein paar Worte mit Mr. Walt reden. Nein, 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 wir sind ja hier nicht auf der Intensivstation oder nein, alles ambulant und wenn Mr. Walt hier selber mit Ihnen reden möchte, dann ich habe da keine Probleme mit. Ich bin ja sowieso gleich fertig hier noch einmal desinfizieren und dann bin gleich wieder da. Dann wird man seinen Notizblock und seinen Stift aus der Tasche ziehen und sagen: Mr. Walt, jetzt wo Sie sich hoffentlich etwas beruhigt haben, möchten Sie mir vielleicht Ihre Darstellung der Geschehnisse zu Protokoll geben? Ich habe mir gerade was zu essen geholt von unserem Koch. Schöner Spargel. Und dann bin ich am Hund vorbeigegangen und hat er mich angefallen. Saß da in der Ecke, hat rumgeknurrt. Ich bin an ihm vorbei in einem großen Abstand und dann hat er mich angesprungen. In einem großen Abstand, sagen Sie, und Sie sind sich sicher, dass Sie ihn nicht höchstwahrscheinlich zufällig auf den Schwanz getreten sind oder so etwas. Okay, wir kennen uns noch nicht, aber willst du mich verarschen? Wenn ich Ihnen sage, dass ich in einem großen Abstand vorbeigegangen bin, wie kann das dann sein, dass der Schwanz so lang ist, dass ich draufgetreten bin?
Ja, es ist etwas Wildes passiert und manchmal trübt so etwas die Erinnerungen. Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie sich... Sie sind sich also sicher, dass Sie dem Hund nicht auf den Schwanz getreten sind. Okay, nochmal. Sie wollen mich nicht verarschen. Ich weiß, ihr Sicherheitsfuzzis, ihr könnt mich alle in Ruhe lassen. Ihr steckt alle unter einer Decke. Ich weiß auch nicht, was du mit Stahlberg ausgeheckt hast. Wie ihr euch schon kennt, das interessiert mich auch nicht. Sie können sich versichert sein, ich habe überhaupt nichts ausgeheckt und ich stecke auch mit ihm nicht unter einer Decke. Ich bin nur darum bemüht, den korrekten Ablauf der Ereignisse zu protokollieren. Ihr Protokoll interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe damit direkt zu Magnus. Ich renne damit auch nicht zu Fürsk. Ich gehe damit direkt zu Magnus und dann werfe ich diesen Hund von der Plattform. Ob Sie den Hund von der Plattform schmeißen oder nicht, das haben Sie nicht zu entscheiden. Aber ich sehe, dann nehme ich zu Protokoll, Sie sind in einem weiten Bogen um den Hund gegangen und der Hund hat Sie grundlos angefallen. Ja, genauso möchte ich das zu Protokoll geben. Sehr gut. Und wenn ich später was anderes im Protokoll lese, dann schauen wir mal, was ich dann vorhabe. Ja, dann seien Sie sich versichert, ich werde es so ins Protokoll aufnehmen. Gut. Oh je, das sieht, wenn ich das bemerken darf, tatsächlich nicht gut aus. Sie arbeiten, wie ich gehört habe, schon sehr lange auf dieser Station. Gab es bereits irgendwelche Vorfälle mit diesem Hund? Nein. Sie und Herr Stahlberg haben auch keine sonstigen Auseinandersetzungen gehabt bisher? Was interessiert mich der Typ? Solange er mich bei meinen Computern in Ruhe lässt und nicht in den Serverraum geht oder mir da irgendwie reinpisst. Verstehe. Gut, das wäre dann auch alles. Selbstverständlich ist es Ihnen unbenommen, eine Beschwerde direkt bei dem Direktor einzureichen. Ich werde Ihnen da auch keine Steine in den Weg legen. Will ich auch hoffen. Tatsächlich halte ich dies sogar für die korrekteste Herangehensweise. Nur möchte ich Ihnen im Interesse aller Beteiligten nahelegen, etwas Abstand, insbesondere von Herrn Stahlberg zu halten und von seinem Hund. Versuchen Sie, die Lage nicht unnötig zu provozieren, bis ein klärendes Gespräch stattgefunden hat. Keine Sorge. Sehr gut, dann möchte ich Ihnen in dieser Hinsicht zunächst vertrauen und ich denke, das wäre alles. Brauchen Sie Hilfe beim Gehen oder geht das so? Geht so. Fahr vor allem die Hand. Oh, verstehe. Nun denn, gute Genesung. Ja, ja. Währenddessen in der Kantine. Während Björn sich wohl verabschiedet, wollte wohl in Richtung des Computerraums gehen und auch schon Rondeau aufgestanden ist, bleibt Peter Forrester noch etwas sitzen und lauscht mal nach dem Schimpfen von Julio Sanchez. Der regt sich wohl gerade auf, dass irgendein Charlie, hast du selber so noch nicht mitbekommen, sein Tablett hat stehen lassen, hat er nicht vom Tisch weggeräumt, während alle anderen das getan haben, soll er jetzt Charlie hinterherräumen. Und was dir dann eben vor allem auffällt, ist, dass das Tablett von Charlie komplett leer, nicht angerührt ist. Also hat er wohl gar nichts von gegessen, hat einfach nur dieses Tablett da stehen lassen. Okay, hab ich denn gesehen, wie er das Tablett da hingestellt hat? Oder war das schon, als wir noch draußen waren? Ja, also diesen Charlie, den kennst du auch. Der war auch auf dem Schiff, meinst du zumindest. Waren, wie gesagt, viele Leute dabei. Zumindest irgendwo hat das den schon mal gesehen. Vielleicht auf den Gängen ist er dir mal entgegengekommen. Und du bist auch der Meinung, dass der Charlie wohl... Der saß da wohl, ja. Aber wo er hingegangen ist, weißt du nicht. Bist sowieso jetzt gerade ganz neu hier und hast auch keine Ahnung, wo die ganzen anderen Leute wohnen, aber ist wohl eine Sicherheitskraft. Ja, den hast du schon gesehen. Hm. Merkwürdig. Mr. Sanchez, kann man Ihnen helfen? Nee. Alles gut, Junge. Nun gut. Ich werde mir noch einen Kaffee genehmigen und werde dann mal langsam hier durchgehen. Wissen Sie, wo ich diesen Charlie finden kann? Weiß ich nicht. Ich hänge immer in der Küche rum und wo man Charlie findet, wahrscheinlich in den Gängen. Okay. Ich habe ihn vor einer Weile hier gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wo er hingegangen ist. Das zuckt mit den Schultern. Alles gut, nur kein Stress. Deswegen.
Ja, nun gut, dann gehen Sie nur wieder Ihrer Arbeit nach und ich werde mich mal umsehen. Vielleicht finde ich ihn ja. Ja, flucht noch ein bisschen weiter, regt sich da wohl völlig ohne Grund auf. Vielleicht hat er ja auch Kopfschmerzen oder sowas. Zumindest ist er gerade nicht gut gelaunt. Währenddessen hat sich Björn Kettler in den Computerraum gewagt. Der ist ja auch auf der Karte verzeichnet. Und Alex Müller ist da schon fertig mit seinem Essen, hat auch gerade noch einen Kaffee vor sich stehen und tippt da gerade mit seinen 10 Fingern auf einem Computer herum und scheint da wohl ziemlich fokussiert auf seine Arbeit zu sein. Ja, ich klopfe natürlich erstmal an die Tür an, öffne sie dann ein Stück und frage mal, entschuldigen Sie, darf ich hereinkommen? Kommen Sie herein. Einer von diesen beiden Reportern, ne? Richtig, richtig. Björn Kettler, mein Name. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Ich hab Sie nur gesehen, als Sie vorhin mit dem Schiff angekommen sind. Ja, schön. Wenn ich Ihnen irgendwie was helfen kann oder so, dann sagen Sie Bescheid. Ich hatte schon gehört, dass Sie wohl vorbeikommen wollen. Ja, ich habe Ihnen erstmal einen Kaffee mitgebracht. Möchten Sie? Danke, das ist nett, aber ich habe mir bereits selbst schon eingeholt. Hier, nee, steht neben mir. Danke. Aber Sie können sich auch gerne dazusetzen. Der Stuhl von Jim ist noch frei. Ich weiß nicht, ich glaube, der kommt ein bisschen später. Sollte eigentlich auch schon wieder da sein. Tja, es gab wohl noch eine kleine Verzögerung in der Kantine. Das wird er Ihnen sicherlich bald selbst erzählen. Sagen Sie mal, das sieht ja hier aus wie in irgendeinem Raumschiff, wie eine richtige Schaltzentrale. Das ist ja unglaublich. Ja, das Modernste von allem, sag ich mal so, oder? Ist New World Industries auch ziemlich stolz drauf. Die haben ja überall ihre Finger drin, und da lassen sie dann eben auch an die verschiedenen Tochtergesellschaften was rüberwachsen. Und ja, das ist das Beste vom Besten. Eigenen Serverraum haben wir hier nebenan stehen und eigenes Betriebssystem. Intranet-Zugang mit den Kabeln, haben Sie vielleicht schon gesehen, unten die Kabel führen an den Säulen, an den Betonsäulen führen die nach unten, und damit sind wir direkt mit den Kabeln verbunden, die auf dem Meeresgrund liegen. Ist quasi noch schneller als das Internet 2. Wissen Sie schon, was das Internet 2 ist? Schneller als alles andere. Gibt's teilweise zwischen den Uninetzen. Ist noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, aber naja, damit kann man eine ganze Menge übertragen. Mir scheint, Sie sind richtig qualifiziert für Ihren Job, was Sie mir da alles erzählen. Ich muss gestehen, ich sehe zwar überall Kabel und Leitungen liegen, aber ich wüsste wahrscheinlich nicht mal, was ein einziger Hebel oder Schalter hier bewirken würde. Ja, gut, da muss man natürlich auch nicht so sehr vielleicht studieren. Also ich habe zwar Informatik studiert, aber das meiste muss man sich dann eben selber beibringen oder wird dann eingearbeitet. Klar, wenn man was reparieren muss in der Hardware, ist meistens ja, bringt man ja, sich ja selber bei. Und ja. Das kann ich verstehen, mein Handwerk habe ich mir auch selbst beigebracht. Sagen Sie mal, was ist denn so überhaupt Ihr genaues Aufgabengebiet hier? Ja, ich verwalte das ganze Zeug zusammen mit Jim. Wir haben hier, er deutet mal auf einen Bildschirm, ruft da was auf, tippt da ein bisschen was rein, kannst dann Datenströme sehen, schwarzen Bildschirm, irgendwelche Zeilen, irgendwelche Code-Sachen, die da in weiß über den Bildschirm laufen. Brandschutzanlage, er deutet einmal weiter, klickt was durch, du hast überhaupt keine Ahnung, was er darin tut. Fahrstuhltechnik, hier haben wir unsere Ventilationssysteme, Brunnenschächte, Bohrkern, Auslastung, tippt da dann weiter und irgendwelche anderen Fenster, die dann aufploppen mit irgendwelchen Stati, irgendwelche grünen und roten Punkte, die er da zeigt, irgendwelche Grundrisse, die dann wohl, du hast die Karte vom Level 3 hast du gesehen, wenn er das da drauf legt, passt das wohl ziemlich gut mit den Räumen. Er kann dir dann auch zeigen, wie da Kino- und Videoraum angeschlossen ist. Also der hat hier auch von diesem Raum kannst du quasi diese ganze Anlage kontrollieren. Ja, das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Da hängt ja auch die ganze Sicherheit dran und die ganze Überwachung und alles. Wirklich, schon wirklich beeindruckend. Ja, hier. Ja, Moment. Schauen wir doch mal, wo Jim gerade ist. Er ruft ein ganz komplett anderes Fenster auf, wechselt davon zwei, drei Bildschirmen, zieht da was irgendwie hin und gibt dann einen Jim Walt. Und du kannst erkennen, wie da wohl gerade Kamera mit drei Kreisen. Du siehst da wohl gerade, wie Dr. Delbert Grady eingebunden wird, Jim Walt und Sebastian Hessel, der sich gerade umdreht und den Raum verlässt, wo dann eben auch dieses
Kamerabild sich aufsplittet. Hessel wird in einem anderen Kamerawinkel gerade betrachtet, dreht sich da wohl auch gerade wieder von der Kamera weg, steht in einem langen Raum und geht gerade in einem anderen langen Gang, wird da automatisch schon weiter verfolgt und auf dem anderen Bildschirm bleibt dann immer noch Jim Walt aktiv, zusammen mit Grady. Hat sich wohl verletzt, sehe ich hier gerade. Interessant. Sagen Sie mal, hat das Personal hier irgendwelche Transponder oder wie haben Sie den jetzt gefunden? Über die Kameratechnik. Neuestes vom Neuesten. Gesichtserkennung. Einen Moment. Er tippt wieder ein bisschen herum. Und du kannst dann tatsächlich erkennen, wie da wohl auch zusätzlich ein, ja, so was wie ein Infrarotsicht drüber gelegt wird. Und du kannst dann auch erkennen, dass die Hand ein bisschen röter ist als normal. Hat sich wohl an der Hand verletzt. Zumindest sieht das hier so aus. Und am Fuß. Ja, hier, das Bein. Sehen Sie, das leuchtet ein bisschen rot auf. Das ist ja wirklich unglaublich. Und damit können Sie jeden finden? Also mich jetzt auch? Oder müssen Sie uns dafür vorher einscannen? Er schaut mal kurz auf dein Schildchen, was dir angereicht wurde. Gibt einen Björn Kettler. Das Kamerabild mit Jim verschwindet und du siehst euch beide zusammen mit, ja, das ist das, was dich ein bisschen verwundert. Zumindest im Rücken. Also Gesichtserkennung könnte hier eigentlich gar nicht funktionieren. Trotzdem kannst du deinen Rücken erkennen. Du drehst dich einmal um. Ja, da einmal flackert kurz auf dem Bildschirm, flackert dann sofort die Gesichtserkennung, legt einen Kreis um dein Gesicht und ja, das ist die Kamera, die hängt da. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen, auf den zweiten schon. Ich drehe mich dann erstmal um und suche dann auch wirklich nach der Kamera, drehe mich dann wieder zu dem anderen um. Ja, aber sagen Sie mal, eben hatten Sie doch mein Gesicht noch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe doch mit dem Rücken zur Kamera gestanden. Gibt es da irgendwie Vermessung der Körpermaße oder so etwas? Nee, aber als Sie hier eingetreten sind, da wurde das wohl registriert. Und ja, man sieht auch schon hier, er deutet auf dem Bildschirm, hier, da, der Schweiß. Sie sind ein bisschen aufgeregt, oder? Ein bisschen nervös? Das ist Ihnen gerade nicht ganz geheuer. Naja, sowas erlebt man ja nicht alle Tage. Es kommt einem schon ein bisschen unheimlich vor, möchte ich meinen. Ja, aber ansonsten, ich glaube, den Rest kann ich Ihnen nicht so sehr zeigen. Aber ja, das ist das Neueste vom Neuesten. Und ja, Kameratechnik funktioniert soweit. Deswegen ja, für die Sicherheit von allen Mitarbeitern ist gesorgt. Das ist schon interessant. Und wie viel haben wir hier zu tun? Wie oft geht was schief? Wenig. Wie gesagt, wir können auch ein bisschen Minesweeper nebenbei spielen. Wir können uns die neuesten Sportsachen ansehen. Man kann es auch sehen, wie er ein Fenster minimiert und dahinter ist wohl noch gerade irgendwie ein Footballspiel aufgeploppt, was aktuell gerade live im Fernsehen läuft, wo auch immer. Kennt sich mit Football nicht so aus. Na, das lobe ich mir ja, aber ich glaube, das haben Sie ja auch nötig, oder? Also ich habe ja mal Ihren Kollegen, den Jim, kennengelernt. Ist ja nicht gerade einer der nettesten Spießgesellen. Ja, kann man, ja, ich spreche nicht schlecht über Kollegen, aber ich komme auch nicht so mit ihm klar. Ich weiß nicht, der schien mir teilweise richtig aggressiv zu sein. War der denn schon immer so? Ich würde ihn brummig nennen. Aggressiv nicht unbedingt. Ist ein Eigenbrötler. Aber das sind wir Computerexperten hier alle. Wir Nerds. Ja, aber mit ihm kann ich mich ja jetzt auch ganz normal unterhalten. Ja, weiß ich nicht, es geht ja auch gerade um Computer, da kenne ich mich aus, da erzähle ich auch gerne drüber, aber wenn Sie mich jetzt über was anderes fragen würden, ich weiß nicht, über Frauen oder so, da könnte ich mich jetzt auch nicht auskennen. Keine Angst, so weit werde ich schon nicht gehen. Aber sehen Sie, ich müsste mich halt auch mal mit diesem Jim unterhalten, ich muss ja nachher irgendwas in meinen Artikel schreiben können. Wie komme ich denn an den ran? Naja, so, entweder Sie können jetzt in die Krankenstation gehen oder, naja, Sie suchen ihn nach Feierabend auf. Ich glaube, aktuell hat er, wenn er am Computer arbeitet, hat er nicht so viel Lust, da arbeitet er konzentriert. Man merkt schon, dass Sie wirklich viel mit Computer zu tun haben. Nein, ich meinte eher, wie kann ich denn ein bisschen auf Tuchfühlung mit ihm gehen? Ach so, ja, weiß ich nicht. Am besten, indem man ihn auf Computer anspricht. Ich glaube, da, wenn er merkt, dass sie Ahnung haben, dann könnte es sein, dass er aufblüht. Ja, das könnte ich tatsächlich mal versuchen. Ein bisschen ins Thema verwickeln. Also ich glaube nicht, dass wenn sie ihn auf ein Bier einladen, ich glaube nicht, dass er sie dann da
Also so bricht man zumindest nicht bei ihm das Eis. Habe ich versucht, funktioniert nicht. Sport ist er auch nicht hinterher. Ja, verstehe, ja. Er ist ganz in seinem Element, könnte man sagen. Ja, könnte man sagen. Naja, aber da bin ich froh, dass es hier mit rechten Dingen zugeht, dass sie sogar Zeit haben, ab und zu mal etwas Ablenkung zu finden. Ja, zusammen mit den beiden Geologen, die dann hier sind. Dave läuft eigentlich überall rum, aber wenn dann Jim hier ist oder ich glaube Dr. Gray haben sie auch schon kennengelernt, mit denen kann man gut Schabernack treiben. Die sitzen dann hier, zwei Computer weiter, haben da auch so eine kleine Trennwand, aber die machen halt auch nichts mit den Computer, also zumindest nichts mit dieser Anlage, machen halt irgendwie ihre anderen Computerkram-Sachen. Und mit denen kann man sich gut unterhalten. Ich verstehe. Wo wir gerade bei so netten Leuten sind, dieser Dave, euer Geologe, das ist ja auch ein ziemlich netter Kerl. Ich habe das Gefühl, der ist hier ziemlich beliebt. Ich weiß nicht, gibt er hier einmal im Monat ein Haus oder warum ist das so? Nee, ich weiß nicht, er ist einfach ein super sympathischer Typ. Ein Glückspilz, sag ich mal. Er ist einfach ein lebenslustiger und hilfsbereiter Mensch. Wenn man ihn dann irgendwie fragt, hier kannst du mir mal bei dem und dem Sachen helfen, dann zieht er sich seine Handschuhe an und hilft. Tja, so macht man sich schon Freunde. Da wundert es mich aber, versteht er sich auch noch mit dem einen? Na, ich weiß jetzt nicht den Namen, der Kerl, den er damals angegriffen hat, nicht wahr? Da war doch sowas mit seinem Nervenzusammenbruch. Ach so, ja, das habe ich auch gehört. Ich war nicht dabei, aber da ist er wohl, glaube ich, irgendwie nach unten gegangen in den Drill und hat da beim Drill hat er, ich weiß nicht. Moment, nicht so schnell, nicht so schnell. Drill, das müssen Sie mir schon genauer erklären. Der Bohrkern. Ah, verstehe. Ja, da wo gebohrt wird und dann die Schläuche nach unten gehalten werden, da ist er wohl irgendwie reingegangen und ich glaube, da hat er, wenn ich das richtig gehört habe, hat er sogar drei Leute angegriffen, nicht nur einen. Aber warum, weiß ich nicht. Er war einfach überarbeitet. Dann war er 3 Monate weg und jetzt ist er wieder hier. Sind dieselben Leute denn jetzt auch hier zusammen mit ihm? Ich weiß wie gesagt nicht genau, wer das war. Ich hatte mal nachgefragt, aber wirklich interessiert hat mich das nicht. Ah, verstehe. Na gut, ich will Sie auch gar nicht bei der Arbeit und dabei grinse ich etwas verschmitzt stören. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Wenn ich noch ein paar Fragen habe, kann ich sicherlich zu Ihnen kommen. Ja klar, na klar, na klar. Okay, dann noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja, tschüss. Ja, währenddessen hat Hessel auch einmal herumgefragt, hat sich dann nach Rondeau erkundigt und hat dann sicherlich auch gehört, dass der in seinem eigenen kleinen Räumchen zu finden ist. Dann wird er noch einmal, während er schon beim Rumfragen ist, kurz fragen, ob jemand irgendwie gesehen hat, was da vorher mit dem Hund passiert ist. Nö, also wirklich drauf geachtet hat da keiner. Man hat dann wirklich nur beim Klappern hat man hingehört, als das Tablett runtergefallen ist, als der Hund dann gejault hat, als er getreten wurde und der Schrei, da hat man dann hingeguckt, aber da war es natürlich schon zu spät. Genau, ja. Und da sich sonst alles nur hören sagen, jetzt wird er dann tatsächlich mal zu Rondeau gehen und freundlich an die Tür klopfen. Er ist nicht in seiner Kabine. Wird er nochmal klopfen und Monsieur Rondeau... Aber er ist nicht in seiner Kabine. Wo läuft er gerade rum? Hm. Ja, ich hab mal geguckt, wo Leute sind, denen man zugucken kann, bei was auch immer sie tun. Und da werde ich mich dazu gesetzt haben und mir das anschauen, was auch immer die gerade machen. Okay, also wirklich mal in Richtung von den richtigen, dreckigen Arbeiten mal schauen. Ich weiß selbst nicht, wo ich genau bin. Wenn ich irgendwas Interessantes zum Zugucken gefunden habe, dann sitze ich da. Ja, kannst natürlich dann auch zum Magnus gehen, dem Leiter der Bohrinsel. Der wird wahrscheinlich gerade in seiner Unterkunft sein. Aber da gibt's auch nichts wirklich zum Lernen. Von daher wahrscheinlich dann entweder der Computerraum, wo du dann eine Übersicht hast über die Anlage, wie viel Barrel gerade gefördert werden, oder du guckst tatsächlich gerade mal in das Herz, so zum Bohrkern hin, zum Drill. Ja, dann bin ich da. Da werde ich mich entsprechend angezogen haben. Halt, ne, die Schutzkleidung angezogen habe und dementsprechend auch den teuren Anzug ausgezogen haben, was
mal was Robusteres angezogen haben, dann werde ich da irgendwo sitzen und mir die Arbeiten wirklich angucken. Ja, durch eine dicke, fette Plexiglasscheibe kannst du dann den Leuten zusehen, wie sie dann vor einem riesigen Kern stehen, der dann nach unten vorwerkt, hineinstößt, einiges rattern und ja, schmieriges, glitzerndes. Ja, es ist wohl eher Schlamm. Es ist kein richtiges Öl, es ist einfach nur Schlamm aus dem Meeresgrund, der dann nach oben gepumpt wird, was da irgendwie läuft. Im Inneren wird dann irgendwie das Öl auch gerade weggepumpt, aber wenn du wirklich dann ins Innere vordringen willst, da bräuchtest du wieder eine Sicherheitsfreigabe, eine Karte. Die kann dir dann Hessel bringen, aber ja, so stehst du erstmal da, kannst dich nicht wirklich mit den Leuten unterhalten, aber zumindest denen zusehen, wie sie da rumschrauben, werkeln, an irgendwelchen Rohren dann drehen. Ja. Ja, ich kann genau das tun. Will die Leute auch nicht wirklich stören, also werde ich mich dementsprechend unauffällig verhalten. Ich meine, ich möchte ja wirklich sehen, was hier passiert. Mhm. Ja, wirklich spannend. Es ist eigentlich das gleiche wie immer, also nichts, was du bei BP anders machen würdest. Das übliche Handwerk. Warum auch immer die hier so viel Öl nach oben fördern, ist dir erstmal ein Rätsel. Vielleicht hat das was mit dem Druck zu tun, was dann irgendwie in dem Inneren von diesem Schlauch abläuft, ist dir nicht ganz klar. Das müsste dann von woanders betrachtet werden, aber ansonsten, so von außen betrachtet, sieht das aus wie jede andere Plattform auch. Vielleicht ist es einfach ein großes Öllager. Okay. Und während du dann vor dieser Scheibe stehst, kannst du dann auch die schweren Stiefelschritte von Hessel hören, der da mit seinen Schuhen auf dich zukommt. Ah, Monsieur Rondeau, endlich habe ich Sie gefunden. Ah, oh, Herr Hessel. Ja, was kann ich für Sie tun? Oh, im Grunde genommen gar nichts, aber wie gesagt, Sie sind meine Priorität. Ja, ich habe mir etwas hier die Arbeitsabläufe angeschaut. Ist ganz interessant. Sehr schön. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie dann auf Ihrem weiteren Weg begleiten. Sicher, wenn Ihnen das nicht zu langweilig ist. Keineswegs. Was ich mich frage, na, das ist wahrscheinlich völlig uninteressant. Ich frage mich, wie die diese Menge in so kurzer Zeit produzieren. Also das ist eigentlich ungewöhnlich. Vermutlich liegt es an dieser neuen Technologie. Ja, kann sein, das ist möglich. Aber davon verstehe auch ich nur sehr wenig. Naja, ich verstehe schon ein bisschen was davon und demzufolge ist das für mich ein bisschen, also wissen Sie, ein Mysterium, was ich ergründen möchte. Ja, ich denke, endgültige Aufklärung dafür werden Sie wahrscheinlich erst bekommen, wenn Sie Ihr Geld investiert haben. Ja, gut möglich. Ah, nicht weiter wichtig. Wie gesagt, ich spaziere noch so ein bisschen durch die Gegend. In den nächsten Tagen würde ich mich ganz gerne mal mit dem Verantwortlichen hier unterhalten, den Herrn Magnus. Meinen Sie, das ist möglich? Oh, ganz mit Sicherheit. Ich denke, gerade für Sie wird er mit Sicherheit Zeit finden. Ja, es sei halt nicht. Aber Sie sind ja hier im System. Wären Sie vielleicht so freundlich, mir einen Termin mit ihm zu machen? Wissen Sie, ich möchte ihm nicht bei seiner Arbeit stören. Selbstverständlich, das dürfte kein Problem sein. Ah, das ist sehr lieb von Ihnen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Haben Sie einen Vorschlag, wo wir hingehen können? Weil von der Arbeit habe ich, glaube ich, jetzt genug gesehen.